Also! Ich möchte euch begrüßen zum ersten Fußballtag unter Leitung von Peter Jordi. Heute auch neu Severin Bader übernimmt den Posten. Nachfolger von Peter, irgendein ist der. Und Urs Hotu. Merci, dass ihr bei diesem schönen Wetter schon zahlreich erschienen seid. Ich habe eigentlich noch fast nicht damit gerechnet. Das ist schön, freut mich. Und ich will gar nicht gross Haarsprache halten. Das ist euer Thema, der Block heute Morgen. Gut. Also, merci. Guten Morgen miteinander und einen schönen Frühling miteinander. Also, solche Frühling wird man ja zum Bauern. Und man kann planen, nicht von heute auf morgen, sondern eben ein bisschen, da geht es dann die Blüte sein und nicht schon am Ende oder so, da kommt man sagen. Das ist das, was wir wollen. Jetzt bis zum Ende der Woche ist das so. Und nächste Woche ist es eben so, wenn man schon leuen kann. Von da verblühen. Neu, das ist neu. Dürfte man eigentlich den Raps mit Insektizid nicht mehr spritzen, wenn er blüht. Das sind neue Vorschriften. Früher haben wir gesagt, 10% blüht ist gut. Aber neu wäre, vor der Blüht muss er gespritzt werden. Jetzt heuer war die Situation, Glanzkäferspritzung mit Pirinex und gemacht haben, dann hat es viel drin gehabt. Schatzschau war sicher reich, wenn er einfach noch verstoßen hat. Und jetzt hat es keine Glanzkäfer mehr drin gehabt. Oder der Taubtrieb ist kaputt. Oder da ist nichts mehr. Und dann macht es Seitentriebe. Hast du das auch gerade gemacht? Dann macht es dann Seitentriebe. Oder das ist eine solche Pflanze? Der Boden der muss stimmen. Und da, bevor ich gehört habe, dass es etwas nass ist, dass es etwas verdichtet ist, dann leidet er. Dann hat er dementsprechend ein Problem. Der Anzeitpunkt habt ihr selber gehört. Für mich ist es so, im Herbst 50-60 Einheiten nach Stickstoff. Dann versteht er mich ja. Das braucht er. Dann müsste man ein bisschen Dampf anmachen im Herbst. Dass man sich dementsprechend entwickeln kann. Macht man das mit Dünger, macht man es mit Beschütte. Man kann es auch mit Beschütte machen. Dann könnt ihr Säubeschütte, Kühebeschütte, Biogasbeschütte. Nein, für mich ist es wichtig, dass es stabilisieren, nicht nur, weil ich etwas verkaufen wollte. Das logischerweise auch. Lange nicht führen. Die Folien Herdöpfel, die sind so viel gross jetzt. Und die hier sind wunderbar gesetzt worden. In der Regel haben sie gute Bedingungen setzen können. Hier ist es noch etwas grob, aber es ist ein bisschen nass drin. Aber in der Regel ist es gut gegangen, wenn wir nicht alles kaputt machen. Und dann kann man warten, bis die Herdöpfel so viel vor dem Loch sind. Nicht zu fest schaufeln mit Spritzen. Bis sie so viel vor dem Loch sind. Und dann kann man die Herbizid-Dosis geben, die man hier geplant hat. Wenn man einfach so viel lang muss warten, weil bis die Herdöpfel irgendwann vorkommen, geht es halt manchmal 3 Wochen, bis sie vorkommen. Und in dieser Zeit läuft die Gärte auf. Und wenn ihr so viel grosses Gärte habt, bringt das mit dem Roxy, Boxer, Senko bringen das nicht mehr alles runter. Darum macht es Sinn, dass er vielleicht etwas Angst dazu tut. Bis jetzt konnte man eine Basta dazu tun. Jetzt muss der Film abstellen. Und auch für jetzt hier noch etwas dazu zu tun. Jetzt konnte man eine Basta dazu tun, da hat man so ein grosses Gerät abgeputzt. Aber wenn wir es nicht mehr dürfen brauchen, den Herdöpfel, dürfen wir es jetzt auch nicht mehr brauchen, wenn wir es nicht mehr dürfen brauchen als Abbrennmittel. Also, was machen wir jetzt? Eben, die Schadschwelle von den Blattläusen. Pro Federblatt 10 Blattläuse. Ich sage, das Blatt ist nicht ein Einzelblatt. Das Federblatt ist das grosse Blatt. Das sind etwa 9 Einzelblätter. Und wenn dort 10 Blattläuse drauf ist, wäre die Schadschwelle erreicht. Und die kommen ja immer, wenn es warm ist, im Sommer, wenn die Herdöpfel so schon ist junger drauf. Dann können die Blattläuse spritzen mit dem Plenum ohne Sonderbewilligung. Das ist neu, es braucht keine Sonderbewilligung mehr. Und die Herdöpfelkäfer, Audienz braucht auch keine Sonderbewilligung. Also, aber das Biscaya, wenn man jetzt jemanden gebraucht hat, die Herdöpfelkäfer und die Blattläuse noch hat, der braucht es weiterhin eine Sonderbewilligung und die werden sie nicht so schnell geben. Wenn man beides hat, wäre es Biscaya, 3 Dezibel, wäre etwa 30 Steine, Hektare. Und wenn man Plenum und Audienz zusammen muss, ist es 120 Steine, Hektare. Dass ihr wisst, wenn ich Industriewaren habe, dass ich einen florfreien Kali nehme, ob ich einen Volldünger nehme oder Einzelkomponenten, spielt das nicht so eine grosse Rolle. Was für mich wesentlich ist, das ist nicht nur bei den Herdöpfen, das ist allgemein. Das ist eigentlich das hier, könnt ihr so Schurte durchgeben. Es geht um Phosphor, es geht aber auch um Stickstoff. Das spielt auch eine Rolle, wie die Herdöpfen, die Gummeli-Boden tut.
Der Nährstoff geht vorher und ist dort, wo man soll. Hier drauf von der Wärme. Hier ist sicher Wasser aus dem Boden. Hier auch noch nicht mehr davor. 10 Grad. 10 Grad. Also. 10 Grad. Reicht jetzt noch keiner? 12 Grad. Wer hat gesagt 12 Grad? Ich! 2. Das ist ein bisschen mehr als 12 Grad. 12,7 Grad habe ich gemessen. Und hier? Ja, das ist doch auch am 6. März 1,5 Kilo Ammon MG mit Schwefel. Gut. Was? Ist ja nichts. Also. Ja. Mit Husar und Mondera am 13. April. Hat nichts bekommen, wegen 30 Kubik geschüttet. Gut, Extensorkorn, muss man Sorge haben. Schütte geben, auch dort nicht zu geben. Aber ich darf gar nicht Dünger reden. Was wollte ich sagen über Korn? Nichts. Es gibt Korn, die man extensor macht, es gibt Korn, die man intensiv macht. Das sind Unterschiede. Er macht Korn extensor. Du kannst sagen, Durchschnittsertrag von den letzten Jahren beim Korn. Etwa. Gut 50 Kilo. Gut 50 Kilo ist sehr gut, oder? Wenn man das herbringt, ist sehr gut. Spitzerträge im Korn intensiv ist etwas über 80 Kilo. Eben, ich bin da seit im März dabei bei der FNAFCO-Pflanzenschutz. Es wird im Oktober durch Peter ersetzt und laufen so lange mit ihm mit. Die Idee ist jetzt, dass er immer weniger macht und sie gehen mehr. Darum mache ich heute also einen Posten. Wir werden hier drüber reden. Wir haben hier den Bitz von Fritz Studer, der ist hier mit unter uns heute. Unterhalb in eurem Rücken jetzt, das Rübenbitz von Hans Bracher. Ich darf dir bitten, Hans, etwas über den Bitz zu sagen. Sie sind gefährdet in Bezug auf Frost, den wir erlebt haben. Sie sind gefährdet in Bezug auf Schnecken und Schnaken. Und aber auch auf Unkrautdruck. In der Ostschweiz haben sie von der Rübenfachstelle im Kanton Thurgau. Dort haben sie mehr Bitze noch gesagt. Dort hat es minus 8 Grad gegeben, doppelt so kalt wie dort, wie hier. Und doppelt so viele Niederschläge auch. Die Pflanzen kommen, und das hochrechnen sind 66'000 Pflanzen pro Hektar. Der Zielbestand wäre um die 100. Also haben wir hier eine deutliche Reduktion durch den Frost. Wir müssen das mehrheitlich am Frost umordnen. Die Rüben, die sie aufgelaufen sind, sie sind entweder schon ein bisschen davor beim Frost oder noch im Boden. 80'000 Rüben zählt, aber das ist sicher eher tief. Je nach Stelle, wo man den verwünscht, darum macht man es nicht nur einmal, sondern 3-4 Mal ein bisschen, um das abschätzen. Eine Neusaat lohnt sich ab 40'000 Rüben. Erdschnacken. So, auch ist. Darum empfehlen wir auch Brandkalk einzusetzen bei den Rüben wie beim Raps, dass das Calcium kommt, dass das Calcium spielt. Ebenfalls das hier. Also die Grundlage des Bodens muss stimmen. Ich habe das von letztem Jahr schon hergehört. Das Einblattstadium macht jetzt gerade die frischen echten Blätter. Das heisst, der Rübenbitz müsste unbedingt noch gespritzt werden bis morgen zu oben, vor dem Regen. Und jetzt können wir hier spritzen. Die Rüben sind im Kienblattstadium, Ausfallraps ist da. Der braucht das 1,5 Kilo Betron. 1,5 Liter Bettenstar und 100 Gramm Benzarabeisch. Tipptopp. Das würde ich jetzt einfach machen. Nachher kann man Modus rein tun. Wir können noch ein bisschen CCC geben.
Da hat die Meinung gegeben, ja, im Eichholz steht und ab und zu hat es gegeben. Es wird manchmal schon in der Presse so geschrieben. Das ist aber nicht, noch, nicht so ein bisschen ins Eichnotenstadium darf man ZSC spritzen. Also wir kommen im Zweiknotenstadium, im schweizischen Eichnotenstadium. Noch einmal schauen, wenn der, die letzte Spritze im Fahrrad ist, ist darf man zu einer Fungizide zutun. Also, aber das ist einfach, bevor die Fungizide einsetzt, wenn das Fahnenblatt draussen ist, schauen, hat es getrennt, hängt es drinnen. Und wenn es drinnen hat, kann man etwas einsetzen, die Schadschwelle berücksichtigen, das ist klar. Die Voraussetzungen sind im Moment gut. Ich hoffe, wir können es so durchziehen im Laufe des Sommers. Wie ich gesagt habe, in der Derion gibt es jetzt noch ein Mosch. Wir haben gestern vorsichtshalber einfach die Tische hineingestellt, nicht gewusst, ob die Eisen kommt oder nicht. Und wie das Wetter sonst ist, wenn jemand draußen hocken will, lieber jemand an einen Tisch und eine Bank rausstellen. Sonst werden wir drinnen eingeladen, ob ein Bier oder ein Mosch oder ein bisschen Weiss oder Mineral ist mir dann gleich.